Hallo lieber Löwe, schön, dass du hierher gefunden hast. Wir werden uns heute im Kollektiven uns deine Situation uns anschauen, allgemein ja diese zwischenmenschliche Beziehung, was auf dich zutreffen könnte für die zweite Monatshälfte von November 2023, ja? Aber nicht nur das. Wir haben ja am Montag, so gegen 10 Uhr noch was, da kannst du nachschauen, haben wir Neumond in Skorpion. Die Sonne ist in Skorpion, das ist die doppelte, sagen wir mal, die doppelte Trank, ja, an Emotionen, die Prägung der Emotionen. Also das wird einem wirklich treffen und es wird einfach auch nochmal in die Tiefe gegangen. Ja, also jeder von uns wird in die Tiefe gehen, jeder von uns wird eine eigene Situation haben, jeder erlebt das anders. Ja, lieber Löwe, das ist ja so, bitte bedenke, dass nicht all das, was ich jetzt hier preisgebe, mit dir resonieren kann, wortwörtlich, was du aber machen kannst. Ja, lieber Löwe, hör dir deinen Aszendent, der spielt eine riesige Rolle, deinen Mondsternzeichen und deinen Venussternzeichen. Also die ersten zwei sind viel, viel wichtiger. Vor allem dein Aszendent, der macht dich aus. Also auch wenn du jetzt sagst, ich bin Löwe, Katja, aber mein Aszendent ist wo ganz anders. Du bist dein Aszendent. Die Leute bekommen dich so preis, ja, bekommen deine Energie so dargestellt. Das ist auch deine Aufgabe, je nach Situation. Also wo du bist, natürlicherweise als Aszendent, ja. Okay, lieber Löwe, lass uns starten. Sehr wichtig, ja. In welcher Energie wirst du dich befinden? Zweite Monatshälfte für all meine Löwe-Menschen. Schauen, lieber Löwe, mal schauen. Da bin ich mir jetzt auch sehr neugierig. Bei dem Krebs habe ich mir auch bestimmte Punkte genommen. Ja, der Krebs hatte auch eine tolle Legung. Ja, sehr tiefsinnig, das ist ja klar. Das bekommen wir alle. Das ist ein Muss. Ja, heutzutage, das ist so, nach den Planeten, wenn wir jetzt das uns anschauen, astrologisch mäßig, manche Dinge kann man nicht mehr vermeiden. Das kommt, wie es kommt, ja. Also man muss halt durch. Und anders geht es nicht. Stress, lieber Löwe, bisschen Stress, bisschen viel zu tun, ja, kann ich auch bestätigen. Viel zu tun, ja, viele Dinge. Man hat das zu erledigen, man sollte das machen, ganz viele Dinge. Kann aber auch gut sein, du lässt dich hier nicht stressen. Ich finde das toll, diese Karte bei den Osho-Zen. Anders wie die anderen Energienkarten, also quasi die kleinen Arkanen. Das ist wie wenn jetzt jemand hier, guck mal, diesen Luftballon, diese Freude hier wegnehmen möchte, der hier wo ein bisschen so feiert. Ne? Da mischt sich jemand ein, das ist diese kleine Affe, die das Ganze sabotiert. Also das kann gut sein, dass jemand jetzt hier sich einmischen tut, dass jemand jetzt hier sich äußern kann gegenüber dir, lieber Löwe, aber du lässt dich nicht aufhalten. Ja? Bitte bleib immer in deiner Situation, bleib deiner Meinung. Das ist wichtig. Dieser Neumondphase in Skorpion bringt auch von der Astrologie nochmal dieses Widersetzen. Ich setze mich durch. Ich nehme meine Meinung, ich habe meine Meinung und ich habe mein Ziel. Wenn ich jetzt diesen Ziel erreichen möchte, dann erreiche ich das auch, ja? Guck mal, allein sein. Also wir haben hier jemand, der sich jetzt vielleicht auch Zeit nimmt für sich oder sich auch mal isolieren könnte. Das ist sehr wichtig, das sage ich euch immer wieder. Isoliert euch ganz, ganz stark. Also für diejenigen, die auch irgendwie spirituell eingestellt sind oder auch irgendwo energetisch etwas machen, das ist wichtig, ja, dass man auch mal für sich ist, dass man wirklich dann auch sich säubert von der Energie. Aber das könnte auch gut sein, dass du erstmal dich um deine eigenen Dinge beschäftigst. Also du gehst hier wirklich rein in die Tiefe. Kompliment, du hast eine große Arkane, wie ich auch den Krebs gesagt habe. Da ist die Seele vorhanden. Die Seele ist hier sehr reif, ist hier sehr weise. Ja, wir haben hier jemand, also nicht nur die Seele, das ist klar, das ist der Geist. Der Geist macht die Arbeit, ja, und die Seele assoubiert, ja. Ohne das eine kann nicht das andere existieren. Und wenn wir in diese geistige Welt uns das Ganze anschauen, das ist nie einfach, ja. Man hört nie auf zu arbeiten oder man hat nie ein Thema richtig abgeschlossen, weil es kommen immer dann mehrere Situationen. Natürlicherweise gibt es auch Situationen, in denen man sagt, man setzt einen Punkt.
ja, das gibt es nicht mehr zu tun, wir haben etwas bewältigt, wir haben das endlich geschafft, ja, wir können jubeln, wir können uns freuen, aber dann gibt es auch andere Dinge, ja, man hört niemals auf, es ist nie irgendwo, wie sagt man das, ein Punkt, in dem du sagst, es hört auf für immer. Sobald du hier dich inkarnierst und solange du hier bist auf dieser Erde, wirst du nie aufhören, ja, wenn das jetzt die Frage ist, wir werden nicht aufhören. Das könnte aber auch gut sein, dass du jetzt hier vielleicht auch dich mit jemandem beschäftigst, der sich für sich geschlossen hat, also in sich geschlossen hat. Du sagst, diese Person kommt irgendwie gar nicht raus, diese Person äußert sich nicht, diese Person redet nicht, diese Person sagt nichts. Ich möchte aber, dass diese Person sich nicht so zurückzieht. Das tut mir weh. Das gefällt mir nicht. Das ist nicht schön, wenn diese Person sich so... Bei uns sagt man, das ist so ein Tier, der sich so schließt. Das ist wie wenn du sagst, der Igel. Der Igel macht sich rund wie ein Ball und schließt sich. Und du kommst nicht ran. Ja? Weil das sticht. Wenn du ihn anfassen würdest, würde er dich dann stechen. Ja? Das tut weh. Und so ist es im Prinzip auch bei dieser Person oder bei dieser Situation, ja. Also hier könnte jemand sein, der sich vielleicht nicht äußert, der sich zurückgezogen hat aus der Situation, aber könnte auch deine eigene Energie sein. Ja, lieber Löwe, weißt du, das haben wir oft, solche Momente. Und das ist normal im Leben, dass man sich auch mal zurückzieht, dass man keine Lust hat, dass irgendwo auch die Lust vergeht auf gewisse Dinge, ja. Also natürlicherweise fehlt es dir hier nicht an Weisheit, ja. Aber es gibt halt Momente im Leben, in dem man einfach sagt, okay, stopp, ich möchte jetzt nicht mehr, ich möchte jetzt einfach schauen, wo geht es mir besser, wo bin ich glücklich, wo ist mein Zuhause, wo kann ich jetzt alles umgestalten, ja, weil es geht ja auch, für dich gilt das, also das ist sehr wichtig für dich, lieber Löwe, wo ist mein richtiges Zuhause? Also für viele Löwe-Menschen, die jetzt gerade, also viel ist in diesem Fundament, Stabilität. Wo erreiche ich das? Wo bin ich zu Hause? Wo fühle ich mich wohl? Mit welchen Personen? Welche berufliche Situation gibt mir das? Ja, also das ist sehr, sehr wichtig. Ja, okay, schauen wir jetzt mal mit den metaphorischen Orakelkarten. Augenblick, lieber Löwe, ich muss es mal ein bisschen mit dem Licht höher machen. Jawohl, dann sehe ich auch besser, ob die Kamera aufnimmt. Weil sonst sehe ich das nicht, wenn es zu dunkel ist. Ja, das ist mir wichtig. Mit den metaphorischen Karten schauen wir uns die Situation an. Mal schauen, was uns die Karten so als Überraschung hergeben. Oh, schön. Kann man ja fast gar nicht erkennen. Das ist eine Ballerina. Das ist eine Tänzerin, die hier irgendwo, das ist wie wenn sie draußen tanzen würde, an die, also eine kleine, das sind so Blättern. Ja, aber das ist sehr bunt, sehr bunt, sehr Kreativität. Also sehr viel Kreativität. Tanzen kann hier einen beruhigen. Das kann aber auch gut sein, du bist hier, du hast ein Talent. Also du hast nicht nur einen Talent, du hast mehrere Talente. Ja, du bist hier sehr vielfältig. Ja, das ist wie wenn du sehr dynamisch auch bist. Du bewegst dich ja nach dem Rhythmus der Musik. Du bewegst dich so in deinem Leben, ja. Das ist wichtig, dass du jetzt hier auch dich befestigst, ja. Dass du jetzt sagst, guck mal, das will ich erreichen. Das ist jetzt mein Thema, das ist jetzt meine Situation. Wie gesagt, das ist eine schöne Energie, was man hier erkennen kann. Das ist eine Dame, die hier wirklich so mit Eleganz, ja. Also du hast eine Art, ja, in der du dich prägst, in der du dich gibst. Okay, lieber Löwe, manchmal kann das störend sein, das habe ich schon oft gesagt. Solche Leute sind auch störend, ja. Es gibt Menschen, die wirklich eine Energie haben, sobald sie in einen Raum gehen, wirkt das sehr störend, ja. Da kannst du nichts dafür, du bist so auf die Welt gekommen, diese Energie wurde dir hier geschenkt, ja. Und wenn jetzt hier jemand versucht, ja, irgendwie, sagen wir mal, Hindernisse zu setzen, okay, ja, das kannst du dir vorstellen, wieso. Wieso denn wohl, lieber Löwe? Wieso? Weil du hier gut tanzen kannst, das ist metaphorisch gemeint, ja? Bitte setze das um in deiner Situation. Wenn du jetzt sagst, ich bin gut in meinem Beruf, ich mache meine Arbeit sehr, sehr gut, das stört halt manche Arbeitskollegen, oder ich bin in einem Art, in so eine Situation, in dem ich gerade irgendwie mit Menschen zu tun habe, die immer irgendwie sich beschweren. Immer die ganze Zeit sich beschweren. Kennt ihr diese Menschen, die also konstant, ja, also bitte,
Was man da machen kann, ist einfach vielleicht auch sagen, du, ich habe zu tun, du, ich kann jetzt gerade nicht. Oder weißt du, weil das ist energetisch, saugen sie sehr viel Energie. Die beschweren sich andauernd, die kennen Menschen, die Probleme haben, Probleme von Probleme, Probleme. Wisst ihr das? Also kennt ihr das? Also das ist die Resonanz. Also achtet mal darauf. Diese Menschen ziehen andere Personen an, die noch mehr Probleme haben. Ja, seid da vorsichtig, liebe Löwe, ja. Lass dich jetzt vielleicht nicht da vom Weg abkommen lassen. Dein Weg, was du quasi erreichen möchtest, und schau, dass du dich jetzt um deine Situation kümmerst, ja. Dass du jetzt nach deiner Stabilität dich auch orientierst, ja. Nicht von den anderen, und lass dich jetzt hier nicht, wie sagt man das, stören. Wirklich, weil es ist, das ist so. Das kann gut sein, dass hier jemand 7 der Stäbe, das ist ja so, ja. Andere Situation, andere Menschen, ja, versuchen, ja, an dich ranzukommen. Und du verteidigst dich, ja, du verteidigst dich hier mit deiner ganzen Kraft, weil du eine Situation hast, du möchtest etwas erleben. Du bist jemand, der vielleicht hier gar nicht die anderen stört. Also ich bin ein Mensch, das sage ich immer wieder, das ist wirklich so, ich bin in meinem. Ich möchte nicht gestört werden, ja, aber wenn sie mich dann stören, dann ist es vorbei. Dann sage ich immer nur Amen, Amen, ja. Weil ich mag das nicht, ich gehe nicht zu anderen Menschen, ich kümmere mich nicht um andere Fakten, mich interessiert das nicht. Ich lasse die Menschen leben, ja. Ich gehe nicht und spioniere und tue, mir ist es scheißegal, ich habe mein Leben, ich habe so viele Sachen zu tun, ja. Aber es gibt Menschen da draußen, lieber Löwe, sie fanno gli affari degli altri, sagt man uns. Die gehen und spicken in den anderen, die wissen so viel. Es gibt auch Löwe, ich sage, es gibt auch Löwe, natürlicherweise will man jetzt hier nicht angreifen, um Gottes Willen, es gibt immer diese niedrige Stufe vom Löwe und diese höhere Stufe vom Löwe, ja, ich kenne ganz viele Löwen, die immer alles von allem wissen. Oh, Jesus und Maria, das ist wie so Zeitung, wie wenn du mit Zeitung sprichst. Die wissen alles von jedem. Ich hatte mal so eine Bekannte, sie war Löwe, also ich habe den Kontakt abgebrochen zu ihr, weil wirklich, das war für mich zu viel. Sie hat immer alles von allem gewusst. Und das, meine Freundin und mein Freund und das. Wow, alle Fakten von jedem. Kümmere dich doch mal um dein Ding. Kümmere dich mal um dein Leben. Weißt du, die sind so beschäftigt, die kümmern sich um den anderen Leben, weil sie in seinem Leben einfach nicht weiterkommen. Beschäftigt euch bitte um euer Leben, ja? Wenn jemand redet, wenn das eine beste Freundin ist, das ist auch eine Ausnahme. Jeder von uns hat beste Freunde und die erzählen etwas. Ja, ich erzähle meiner Freundin auch etwas. Sie erzählt mir auch, aber das war's. Ich erzähle jetzt nicht die Fakten von den anderen. Wisst ihr, was ich meine? Bisschen lästern, okay, aber nicht so. Und das ist halt die niedrigste Stufe von dem Löwe. Es gibt auch solche Menschen, ich bin ganz ehrlich. Und du weißt es ja, lieber Löwe, Ehrlichkeit ist immer das Erste bei einem Löwe, ja? Ich rede eher vorne wie hinten rum, ja? Das ist einfach so. Okay, welches Event erwartet dich? Ja, 2. Monatshälfte. Kann ja auch gut sein, du hast oder du erlebst sowas. Du hast mit solchen Arbeitskollegen zu tun, die immer alles Besserwisser sind, ja? Die immer alles wissen von jedem. Aber du sagst, nee, ich bin nicht so einer, ja? Oder ich bin nicht so einer. Vinci dal gioco! Lieber Löwe, hier gibt es einen Gewinn. Ja, du kannst hier gewinnen. Kleinigkeit. Könnte auch eine Kleinigkeit sein. Bitte, lieber Löwe, weißt du, das ist immer so eine Karte. Ich bin da, die habe ich nicht selber entworfen, ja? Also ich bin jetzt ein Mensch, der sagt, du kannst mit 50 Cent mit 1 Euro gewinnen. Was ich ab und zu tue, ist ein Euro loszunehmen. Und wenn ich gar nicht gewinne, dann gewinne ich gar nicht. Ja? Weißt du, was ich meine? Also du könntest hier eine Kleinigkeit gewinnen, du könntest im Lotto spielen, vielleicht versuchst du das immer wieder und du hast schon gewonnen oder du hast etwas gewonnen. Vielleicht hast du ein Auto gewonnen, du hast irgendwo mitgemacht, du hast einen Preis gewonnen. Wer weiß, guck mal, mit dieser Ballerina kann auch gut sein, du hast einen Wettbewerb gewonnen, du bist gut im Tanzen. Du machst es hobbymäßig, ja? Das ist etwas Schönes. Sehr, sehr schön, würde ich sagen, ja? Also ich mache da keine Wettbewerbe, aber ich tanze auch gerne. Ja, wie gesagt, das ist etwas Schönes. Lacrime? Hier ist jemand traurig. Kann ja auch gut sein. Also wir werden jetzt hier uns die Gefühle, die Gedanken anschauen. Ja, das müssen nicht unbedingt deine sein. Speranza, also du hast wirklich große Hoffnung, gib nicht auf. Kann ja auch gut sein, dass jetzt vielleicht jemand in deiner Gegend sehr traurig ist und du gibst dieser Person Hoffnung. Wie gesagt, das kann ja auch gut sein, dass wir diese Person haben, die sich total zurückgezogen hat von dieser Welt. Ja, das ist ein bester Freund, eine Schwester, ein Bruder, ein Sohn, eine Tochter. Hey, du gibst einfach deinen Sohn, deine Tochter ein bisschen, wie sagt man das?
ja, Stimmung. Ja? Du peppst diese Person auf. Also die beste Stimmung bekommt man mit dem Löwe. Also der Löwe hat immer eine gute, wie sagt man das, verbreitet immer gute Stimmung. Ja, das stimmt schon. Schon wieder, Isolamento. Also hier hat sich jemand zurückgezogen. Kann auch gut sein, lieber Löwe, du hast dich zurückgezogen. Ja, weil irgendetwas nicht geklappt hat. Aber bitte gib nicht auf. Gib nicht auf, um Gottes Willen. Nein, guck mal, hier ist sogar eine Blockade. Also eine Blockade, die vielleicht auch von dieser Person kommen könnte, die sich jetzt blockiert fühlt, sich isoliert hat. Du hast mit jemandem Kontakt, auf einmal hat sich diese Person nicht gemeldet, von heute auf morgen. Oder könnte auch dein Sohn, deine Tochter sein, dass sie irgendeine schwere Situation erlebt. Vielleicht hat deine Tochter oder dein Sohn nicht den Preis gewonnen, den er oder sie wollte, ja? Oder hat irgendetwas nicht geschafft und ist traurig, ja? Und du als Mutter, du kannst jetzt nur ihn stärken oder sie stärken, ja? Oder als Vater. Aber das ist eine Situation, hier hat sich jemand blockiert. Es ist eine totale Blockade da. Und diese Person, diese Situation ist total in einer Isolation, ja? Hier spricht man nicht, hier teilt man nicht mit, hier will man nicht reden. Vielleicht ist es auch so eine Art, in dem man sich vielleicht im Haus geschlossen hat, gar nicht mal rausgeht. Das ist wie wenn man sagt, hey, diese Situation hat mich getroffen, ich bin vom Pech gefolgt. Nein, du bist überhaupt nicht vom Pech gefolgt. Also wenn du jetzt das bist, lieber Löwe, überhaupt nicht. Weil wie gesagt, manchmal ist es auch so eine Situation, indem man vielleicht gewisse Dinge nicht schafft oder dabei ist, ja, und die anderen vielleicht dich auch blockieren. Wenn dich die anderen blockieren, wenn die anderen dich nicht halten, unterstützen, glaub an dir selbst, lieber Löwe, du bist so stark. Also, wie oft ich das sage, die Löwe-Falle, wirklich, die Löwe haben so viele Feinde manchmal. Die sind also in dieser esoterische Astrologie, ja, sind die nettesten, die barmherzigsten, die ein großes Herz haben, die Löwen. Wirklich, die geben so viel her. Natürlicherweise erwarten sie auch, aber das ist jetzt nicht so ein Erwarten, komm, rück mir her. Ich erwarte von dir, dass du mir gibst. Nein, der Löwe weiß automatisch, ja, dass er etwas Gutes gemacht hat und er will ja auch, ja, dass man ihm das Gute antut. Er glaubt an das Gute. Versteht ihr das, wenn ihr sagt, ich bin gut eingestellt? Das bin ich auch, ja. Ich erwarte auch das Gute. Das ist für mich selbstverständlich, weil ich nur das Gute tue. Aber dann, wenn so eine Situation kommt, ja, bitte zweifle nicht an dir, lieber Löwe, weil es gibt genug Menschen da draußen, die das ausnutzen. Ja, diese Gutmütigkeit, dieses gut optimistisch zu sein, nicht jeder sieht es so wie du. Vielleicht gibt es, ich habe ja schon vorhin gesagt, Menschen, die einfach dein Spiel nicht mehr spielen. Ja, dein Spielchen, in dem sie dich so freudig sehen, so toll oder diese Situation, die du gerade hast. Ja, sie wollen nicht das. Ja, sie sind nicht deiner Meinung. Heißt aber nicht, dass du falsch bist, lieber Löwe. Erkenne das. Wie gesagt, kann aber auch gut sein, du hast jetzt mit jemandem zu tun, der vielleicht auch in einer Depression gefallen ist. Und du könntest hier auch eine Hilfe sein mit deiner tollen Energie, ja, dass du jetzt hier jemandem hilfst. Es passiert, dass du eine gute Freundin hilfst, ja, eine beste Freundin, eine tolle. Du sagst, ja, passiert mir, dass ich mal so eine Freundin mit so einer Freundin zu tun habe, die vielleicht auch pessimistisch ist, ja, und dass du jetzt einfach mit deiner guten Laune sie anstecken willst, ja, das ist schön. Okay, sehr, sehr toll. Lieber Löwe, machen wir weiter mit meinen intuitiven Orakelkarten. Die sind richtig schön. Die habe ich schon lange nicht mehr benutzt. Einmal im Monat mache ich so eine Reinigung und da schaue ich, ja, was kann ich weggeben, vielleicht auch verkaufen oder schenken, ja? Oder tauschen. Tauschen, ja, das ist auch immer toll. Das hat man doch früher gemacht, ja? So, für dich im Kollektive, lieber Löwe. Schauen. Zukunft. Wow. Lebensplan. Okay. Hier plant jemand. Ganzheit. Das gefällt mir. Ich kriege überall Gänsehaut. Vergangenheit. Also, was einen hier prägen könnte, eventuell das Einzigste, was einem noch beschäftigt, das ist die Vergangenheit. Aber ich denke, du wirst abschließen. Du wirst diese Situation hinter dir bringen, weil du sagst jetzt, ich tue jetzt schon mal vorbereiten. Also das ist bei mir jetzt gerade auch so. Ich bereite mich vor für meine Zukunft, ja, indem ich jetzt etwas Neues starte. Du könntest jetzt selber sagen, Katja, ich habe mir jetzt vorgenommen, etwas Neues zu starten, ein Projekt.
Ja, oder irgendetwas beruflich, ich erweitere mich, ich mache eine Schulung, ich versuche jetzt wirklich, mich zu erweitern, meinen Horizont zu vergrößern, ja? Und das klappt. Du bist hier voll in deinem Ganzen. Guck mal, was ich liebe, diese Karte, und ich das schon oft erwähnt habe, auch in den anderen Legungen, ist die Zahlen, die stimmen. Die sind stimmig. Drei. Drei ist die Ganzheit. Ihr seht es auch hier, wenn die Leute, manche fragen auch, was sind das für Fragen? Wieso? Weshalb? Diese Zahlen sind wichtig. Die habe ich nicht umsonst da. 3, 6, 9. In diese 3 Monate, jede dritte Monat, in dem du Geburtstag hast, passiert etwas energetisch. Nach 6, 9 Monaten genauso. Ja? Zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, du bist im August geboren, ja, nach 3 Monaten geschieht ja auch etwas. Und das ist ja jetzt der Grund. Das ist bei uns jetzt der Haken. Ja? Also im August geschieht, also Entschuldigung, im August bist du geboren und nach 3 Monaten geschieht etwas. Ja? Und da kommt diese Zeit, in dem sich etwas wickelt, ja, in dem sich etwas prägt, okay? Und diese Zahlen sind auch eine wichtige Vibration, weil die 9 alle Zahlen schließt, ja? Und die 3 repräsentiert auch diese Dreifältigkeit, ja? Du bist Geist, du bist Verstand, du bist Körper. Und das hast du gecheckt, ja? Hier, guck mal. Diese spirituelle Zahl, diese heilige Zahl, du hast hier die 7 als Quersumme. Du bist hier auf dem richtigen Weg. Du planst hier etwas und lass dich auch nicht von deinen Plänen quasi irgendwie herabkommen. Wie ich es schon gesagt habe, kann ja gut sein, dass jemand jetzt sieht, du hast etwas geplant und du bist auf deine Situation, du bist da fixiert, du sagst, ich habe jetzt das als Mention, mach das, lieber Löwe, ja? Das ist sehr, sehr wichtig, weil das geht ja hier auch von deiner Zukunft ab. Guck mal, du hast hier wieder die 3 als Quersumme. Erstens, vorne hast du die 1, dieses Bewusstsein, was ich will, dass diese Verbundenheit da ist. Die 2, diese Entscheidung zu treffen, rauskommen von diesem Schwarz und Weiß. Das ist klar. Es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, es gibt nicht nur rechts und links. Ja, es gibt nicht nur Licht und Dunkelheit. Es gibt auch die dritte Sichtweise, ja, sehr, sehr wichtig. Und wie gesagt, du hast hier wirklich eine tolle Energie, indem du anfängst zu planen. Und diese Planung, ja, die du hast oder was du jetzt dir gerade vornimmst, das kann dir Samen bringen, also die Früchte. Du könntest dann sagen, irgendwann mal nächstes Jahr, also ganz genau passiert es nach der Astrologie, dass alles, was wir legen, Richtung Frühling. Das wird so Mai. In Mai, ja? Okay. Gut, schauen wir jetzt das Ganze uns mit den Tarotkarten uns an. Was erzählen uns die Tarotkarten über dich, über die Situation, was du gerade erlebst? Lieber Löwe, guck mal, da haben wir schon was. 4 der Kelche. Okay, schon 2 Karten. Ja, hier hat sich total jemand zurückgezogen. Oder du, lieber Löwe, einer von euch zwei ist es hier. Jemanden, der jetzt beleidigt ist, kann ja auch sein, jemand, der jetzt wirklich der beleidigte Leberwurst spielt. Ich bin beleidigt, ich bin total wütend, ich bin total in meiner Energie, indem ich mich quasi äußere, aber nicht im Positiven, überhaupt nicht. Das ist keine Äußerung im Positiven, das ist eher negative Einstellung, überhaupt nicht freundlich, verpasst hier sogar die Gelegenheiten, weil diese Person hier fixiert ist auf etwas. Also, das ist ja diese materielle Ebene, ja. Der Teufel ist auch jemand, der uns anketten kann durch das Materielle. Er verführt uns. Okay? Also ich habe das Gefühl, dass man hier große Hoffnung hat, Vertrauen hat, das kannst ja du sein. Du sagst, okay, jetzt mein Sohn, meine Tochter hat Schwierigkeiten, vielleicht eine Freundin von mir oder die Person, mit dem ich geschrieben habe, mit dem ich mich gesehen habe, die hat sich total isoliert. Diese Person ist halt jemand, der eher von Weitem beobachtet. Da sollte man vorsichtig sein, weil diese Person verlangt hier irgendwie, dass man vielleicht ihn aufsucht. Aber er sucht nicht. Aber er tut nichts oder sie tut nichts. Also bitte seid vorsichtig. Kann ja auch gut sein, du fehlst ihm oder du fehlst ihr oder gerade auch andersrum, dass hier das Fehlen eine große Rolle spielen kann. Ich misse jemanden. Aber das ist so, diese Person sollte auch selber dann merken, wo diese Grenzen sind, ja. Also diese Person könnte hier auch Abhängigkeiten haben oder arbeitet an seine Abhängigkeiten. Kann ja auch sein, dass du jetzt diese Person unterstützt. Der Teufel ist rausgekommen. Das ist keine schöne Energie. Ich kann dem Teufel jetzt nicht schön reden und sagen, alles ist gut, lieber Löwe. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht, ja. Der Teufel symbolisiert immer etwas Tragisches und guckt es dir mal an. Ich finde diese Karte mit diesem Teufel sehr gut dargestellt, weil der Teufel ist im Ganzen jemand, der auch
verführen kann. Ein Mann, eine Energie, und du siehst ja hier, der hält sich am Kopf, weil das Ganze kommt ja auch vom Verstand. Dieser Verstand, den wir hier haben, also viele, viele Wissenschaftler, ja, stellen raus, dass der Verstand irgendwo auch das Gefängnis ist. Und das ist das Gefängnis von uns. Weil das Herz bringt immer die Lösung. Das Herz bringt immer dieses Gute. Ja? Der Herz ist quasi das, was uns richtig helfen kann zu entscheiden. Jetzt klingelt auch noch mein Haustelefon. Ein Augenblick. So, lieber Löwe, bin wieder zurück. Wir machen weiter, und zwar mit den Reflexionskarten. Orakelkarten, die uns jetzt sagen werden, was du lernst, was du gelernt hast. Ja, guck mal, die kommen von alleine raus. Neid. Ich bin wie alle anderen, nur bin ich vor meine eigene Herausforderung gestellt. Das ist ja das, ja. Also, du könntest hier wirklich mit neidischen Personen zu tun haben. Das kann aber auch gut sein, dass du jetzt selbst sagst, guck mal, diese Person hat das viel, viel leichter als ich. Aber vergiss nicht, ja, das kommt immer drauf an, was du für eine Mansion hast. Da, wo es schwerer ist, da steckt immer sehr viel drin. Also da steckt sehr viel Kapazität, sehr viel Kraft drin, lieber Löwe. Und wie gesagt, jeder von uns hat seine Bewältigung. Du weißt ganz genau, was du hast an dir. Und wie gesagt, lass dich einfach nicht von den anderen beeinflussen oder vom Weg abkommen lassen. Ja? Denk einfach, du schaffst es. Du hast deine Mansion, ja, du kannst das bewältigen. Und wie gesagt, falls du jetzt hier jemanden hast, der jetzt gerade irgendwie ein Problem hat, ja, in dem du weiterhelfen kannst, diese Person unterstützen kannst, machst du das. Aber wenn du jetzt denkst, nee, Katja, ich opfere meine Zeit nicht mehr für diese Person, ich habe schon genug getan, ich entferne mich, ich bin wirklich froh, dass diese Person nicht mehr in meiner Nähe ist, weil diese Person irgendwo immer nur das Schlechte, ja, provoziert oder nur immer das Schlechte anzieht. Ja, also da sollte man immer vorsichtig sein, ja? Okay, lieber Löwe, mit welchen Sternzeichen hast du zu tun? Also, die drehen sich ja von alleine. Also, Jungfrau, Zwillinge, also Mercurio. Hier ist sehr wichtig, diese Kommunikation auch auszusprechen, zu sagen. Das habe ich aber schon oft gesagt, der Löwe ist nicht mehr leise. Der Löwe behält nicht alles für sich, ja. Der Löwe spricht sich aus. Er sagt hier, was Sache ist, ja. Da haben wir jetzt auch wieder alle Luftelemente. Jetzt hast du wieder Zwillinge, Waage, Wassermann, genau. Dann Uranus, sehr viel Wassermann-Energie, okay. Und Jupiter. Auch hast du hier Jove, und natürlicherweise, also das ist so eine Energie, die wirklich auch in die Fülle, ja, also Jove, Jupiter repräsentiert auch die Fülle, ist aber auch diese zwischenmenschliche Beziehung, ja, was du daraus nimmst, was du machen kannst, ja, und wie gesagt, du hast hier auch Schützelein, ja. Falls du jetzt irgendwie mit diesen Menschen Kontakt hast, oder das sind deine eigenen Energien, Aszendent, Mond, Venus, aber du hast vielleicht auch irgendwo deine Häuser dort. Ja, wenn du deine Geburtskarte dir anschaust, spielt es ja auch eine große Rolle, wo sind meine Häuser, wo sind die Planeten, ja, und das kannst du dir auch gerne mal anschauen, ja, lieber Löwe. Okay, ich freue mich über einen Feedback. Ich freue mich über einen Daumen nach oben. Falls du noch nicht meinen Kanal abonniert hast, das sage ich immer zu wenig, mach das. Ja, das ist sehr, sehr wichtig auch für dich. Dann kann ich auch besser deine Energie lesen. Und das ist dann auch für mich ein Vorteil. Ja, mach's gut, lieber Löwe. Ciao.